Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Am Baumstamm auf einen Hasen warten. Übersetzt von Vivian Emmert. Es war einmal ein armer Bauer, der jeden Tag auf seinem Feld schuftete. Eines Tages, als der Bauer sich wie gewohnt seiner Tätigkeit widmete, kam plötzlich ein Hase aus dem Gestrüpp geschossen und stieß gegen einen Baumstamm, wo er tragischerweise sein Leben verlor. Der Bauer, der das Ganze beobachtet hatte, hob den toten Hasen auf und brachte ihn freudestrahlend nach Hause, um einen köstlichen Hasenbraten zuzubereiten. Am nächsten Tag ging der Bauer wieder auf sein Feld zum Arbeiten. Er musste aber während der Arbeit ständig an sein gestriges Glück denken und hoffte inständig, dass ihm heute wieder ein verunglückter Hase beschert werde. Also ließ er das Schuften bleiben und ließ sich erwartungsvoll auf dem Boden neben dem Baum nieder, bereit für das Auftauchen eines weiteren Hasen. Die folgenden Tage wartete der Bauer jeden Tag unter dem Baum darauf, dass wieder ein Hase gegen den Baum prallte. Sein Warten war jedoch vergeblich. Der Bauer hatte nicht nur kein Glück mit einem Hasen, sein vernachlässigtes Beet war außerdem auch noch ausgetrocknet. Mit dem Sprichwort "am Baumstamm auf einen Hasen warten" beschreibt man seither Menschen, die ohne die erforderliche Arbeit hineinzustecken, auf ein Wunder hoffen.守株待兔。从前，宋国有一个农民，每天都在田地里辛苦劳动。有一天，农民在干活的时候，从远处突然冲来一只兔子。这只兔子不小心撞在了一棵树上，死了。农民看见了，非常高兴，把兔子捡起来带回家，美美的吃上了一顿。第二天，农民依然像从前一样去田地里干活，但是这一次，他总是幻想着又会有一只兔子撞死在树上，于是干脆放下手里的活，坐在那棵树下等着兔子的到来。接下来的每一天，农民都守在那棵树下，希望能白白捡到一只撞死的兔子。后来，兔子没有来，田里的庄稼都枯死了。从此，人们用“守株待兔”这个成语，表示一个人不主动努力，希望获得意外的收获。